Ja, ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Energie, um noch ein paar Dinge vielleicht mitzunehmen, die eine Veränderung bewirken könnten bei Ihnen oder bei Menschen, die mit Depressionen zu tun haben. Heute werden wir ein bisschen eintauchen in die Gehirnchemie bzw. in die Funktionsweise unseres Gehirns als eine ganz wichtige Schaltzentrale, die bei Depressionen oft betroffen ist. Was haben wir bisher besprochen? Wir haben gesagt, als Vorbeugung und auch Behandlung von Depressionen ist eine Selbstfürsorge oder zumindest Fürsorge für den Körper sehr wichtig. Wir haben gesagt, regelmäßige Bewegung wäre gut, an der frischen Luft möglichst bei Helligkeit, auch sinnvolle und gesunde Aktivitäten in Balance und eine ausgewogene Ernährung. Und wir haben gesehen, dass es sehr schwer ist, als Depressiver das alles umzusetzen, sodass es gut ist, wenn man Hilfe von außen hat oder Menschen, die einen darin unterstützen. Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ich spreche jetzt sehr viel über den Lebensstil und über das Gehirn. Sie haben jetzt von mir noch nicht viel gehört über traditionelle Therapieformen, Psychotherapiearten, Medikation. Das heißt nicht, dass ich sage, entweder oder, sondern ich denke, Medikamente haben durchaus ihren Platz, vor allem in der Behandlung schwerer Depressionen, um überhaupt unser Gehirn wieder in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, die bei der Bekämpfung von Depressionen helfen. Und das heißt auch nicht, naja, wenn ich hier mal von mal was versuche, kann ich vielleicht das, was mir mein Arzt geraten hat, weglassen. Medikamente sollte man immer nur in Absprache mit dem Arzt handhaben. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn sie einem geholfen haben, sollte man sie erst dann absetzen, wenn man sicher ist, dass man an den Ursachen gearbeitet hat. Sonst kommt ganz schnell die Symptomatik wieder und es kann oft noch ein tieferes Loch geben und der Körper wird ganz schön geschlaucht. Also entsprechende medizinische Behandlung, sowohl bei Erkrankungen als auch dort, wo man Medikamente nimmt oder den Eindruck hat, ich brauche das, ist sehr wichtig. Wir haben darüber gesprochen, dass die Depression so wie dieses Wasser auf dem Bild hier hin und her schwappt. Und wir gucken, was können wir dagegen tun. Und die Fachleute sind dabei, so die Folgen einzugrenzen. Und wir haben gesagt, entscheidend ist es, dass man doch irgendwie den Wasserhahn abgestellt kriegt. Also so die Ursachen behandelt und nicht allein diese Symptome. Und deswegen ist es gut zu gucken, wo können Ursachen liegen. Wir haben gesehen, dass die meisten Ursachen oder auch Begleitfaktoren, Einflussfaktoren auf Depressionen sich in 10 Kategorien ordnen lassen. Wir haben gesehen, eine Veranlagung oder eine Erbanlage kann meine Empfindsamkeit oder ja, Wahrscheinlichkeit an Depressionen zu erkranken erhöhen. Eine schwierige Entwicklung kann Einfluss sein. Lebensstil, Schlaf-Wach-Rhythmus. Wenn ich Abhängigkeiten habe, sind das natürlich Risikofaktoren. Wir haben gesehen, auch die Ernährung kann so ein Risikofaktor sein, wenn ich mich nicht ausgewogen ernähre. Gifte können eine Rolle spielen, oft eben über die Ernährung zu sich genommen. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor: soziale Beziehungen und Umstände, stressreiche Lebensereignisse, Verluste, medizinische Erkrankungen. Und am Ende noch dieser Punkt Frontalhirn, den wir heute anschauen wollen. Der Frontallappen, so dieser Bereich hier so hinter der Stirn. Das Spannende dazu ist, dass es erst so in den 90er Jahren überhaupt Inhalt der Forschung geworden ist. Und vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, wissen die meisten Fachärzte noch nicht oder so am Rande vielleicht ein bisschen. Was hat man gemacht? Man hat mal nicht ein MRT gemacht, sondern eine Positronen-Emissionstomographie, wo man nicht nur die Gehirnstruktur sieht, sondern auch, wie das Gehirn arbeitet. Und dann hat man eine depressive Person, der hat man eine Denkaufgabe gegeben und hat geguckt, welche Felder sind aktiv. Das heißt, je heller die Farben sind im Bild, umso größer die Aktivität in diesen Gebieten. Und Sie sehen, im Gehirn eines Depressiven sieht es relativ dunkel aus. Das ist tatsächlich ein depressiver Mann, glaube ich, gewesen. Und der wurde 3 Monate behandelt. Und weil es eine schwere Depression war, medikamentös, aber auch mit Lebensstilmaßnahmen, mit Gesprächen, mit all dem, was wir auch bisher besprochen haben.
Und nach 3 Monaten hat man erneut eine Aufnahme von seinem Gehirn gemacht beim Lösen einer Denkaufgabe. Und Sie sehen dieses schöne Ergebnis, dass jetzt auf einmal viel mehr Aktivität hier da ist. Also ein Nachweis, dass sein Gehirn wieder anders funktioniert und dass die Depression tatsächlich geheilt ist. Und dabei sehen wir, natürlich ist auch hier insgesamt mehr Aktivität, aber besonders in diesen Bereichen hier vorne, das wäre so der Frontallappen, da sehen wir sogar diese roten Stellen für intensive Aktivität und diese gelben Bereiche hier, dort ist wieder eine bessere Durchblutung. Und das ist etwas, was man festgestellt hat, dass bei jedem die Ursachen für Depression unterschiedlich sein können. Für einen kleinen Teil spielt die Ernährung eine recht große Rolle. Für einen kleinen Teil mögen Abhängigkeiten mit der Auslöser sein. Aber diese Minderdurchblutung des Frontallappens hier vorne bei Depression ist ein Merkmal so gut wie aller Depressiven. Und es ist natürlich die Frage, kommt erst die Depression und dann die Minderdurchblutung oder ist erst die Minderdurchblutung und dann die Depression? Und es gibt Hinweise darauf, dass wahrscheinlich zuerst hier die Durchblutung verringert wird und dann die Depression eintritt als Auswirkung. Und das ist die große Frage, wie können wir das hier sozusagen verändern? Vielleicht einfach mal so zum Überblick, dass Sie sehen, unser Gehirn besteht aus verschiedenen Gehirnlappen, die auch ganz unterschiedliche Funktionen haben. Und dieser Frontallappen ist ein recht großer Bereich, das ist praktisch so alles, was hier vorne ist, Stirnbereich, Schläfe, hier so rüber. Das Kleinhirn kennen Sie vielleicht, das ist ja gut für die Motorik. Temporallappen, da nehmen wir auch die Musik zum Beispiel auf. Parietallappen ist so ein bisschen das mathematische Verständnis, wo man sagt, naja gut, bei Einstein ist der Vergleich ein kleines bisschen größer gewesen. Occipitallappen, da ist unser Sehzentrum. Also wer gute geometrische Fähigkeiten hat, der hat einen guten Occipitallappen. Architektonische Begabungen liegen dort verankert. Und im Parietallappen haben wir auch Sinneseindrücke, Empfindungen, eben Mathematik wie addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Und wer halt gut in Sport und Athletik ist, das ist im Kleinhirn. Und Temporallappen, das ist der Bereich fürs Gedächtnis. Leute, die ein exzellentes Gedächtnis haben, haben einen guten Temporallappen. Und dann haben wir den Bereich des Frontallappens. Also all die Fähigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, sagen noch nichts darüber aus, wie gut ihr Frontallappen ist. Der Frontallappen selber nämlich ist der Sitz unseres Willens, unserer Moral, unserer Geistlichkeit und ermöglicht uns höheres Denken. Und wenn Sie das jetzt vielleicht hören, der Sitz unseres Willens, und wir sagen, bei Depression ist er weniger durchblutet, dann verstehen Sie vielleicht auch, warum in der Depression vieles sehr schwer fällt. Warum es nicht so einfach ist, wie die Nicht-Depressiven sagen, reiß dich doch mal zusammen, nimm dir das vor. Der Wille fehlt einfach. Was müssen wir zur Größe des Frontallappens sagen? Wenn wir eine Katze anschauen, dann ist bezogen auf die Größe des gesamten Gehirns, werden 3,5% vom Frontallappen gebildet. Das sagt Ihnen schon mal was darüber aus, wie viel Willen und wie viel Moral eine Katze hat. Haben Sie mal gesehen, wie die so ihre Opfer oder wie sie die Mäuse da quält? Also sie hat nicht sehr viel Einsicht, man kann die auch so ein bisschen hinters Licht führen oder manchmal machen Katzen auch Dinge, die nicht so gut tun. Hunde, da sind schon 7% des gesamten Gehirns vom Frontallappen gebildet. Und deswegen gibt es ja auch Hundeschulen. Ich glaube, Katzenschulen gibt es noch nicht, wo man die irgendwie trainiert. Ne? So, Hunde können schon ein bisschen besser trainiert werden. Sie gehen normalerweise auch mit ihren Opfern oder wenn sie wirklich mal nicht so gut drauf sind oder untereinander auch normalerweise besser um, als die Katze das tut. Wenn wir dann die Schimpansen angucken, stellen wir fest, 17% des gesamten Gehirns bildet der Frontallappen. Und wenn man die mal im Zoo beobachtet, ist das ganz schön erstaunlich, was die alle so machen können und wie die auch so kleine Probleme lösen können, wie sie sich auch Dinge merken, die ihnen nicht so gut getan haben. Das sind so Dinge des Frontallappens.
aber deutlich davon unterschieden vom gesamten Tierreich, wir als Menschen mit 33% Frontallappen, diesem roten Bereich. Also ein Drittel unseres Gehirns macht der Frontallappen aus. Und das ist eine Fähigkeit, die uns weit über das Tierreich erhebt, die uns in die Lage versetzt, dass wir uns Dinge vorstellen können, die gerade gar nicht sichtbar sind, der uns in die Lage versetzt, zu überlegen, wenn ich das und das mache, was wird das für Folgen haben, also so ein gewisses Vorausplanen ermöglicht, ermöglicht uns, uns in andere hineinzudenken und auch Dinge zu planen, Dinge zu organisieren, anzuvisieren, obwohl die jetzt noch gar nicht Realität sind. Das sind viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir ohne den Frontallappen nie hätten. Woran können wir denn jetzt merken, ob der Frontallappen beeinträchtigt ist? Einerseits kann es tatsächlich sein, wenn bei jemand so die moralischen Grundsätze beeinträchtigt sind, dass der weniger durchblutet ist. Wir würden sagen, das abgestumpfte Gewissen vielleicht. Oder auch eine soziale Beeinträchtigung. Normalerweise so haben wir alle eine gewisse Liebe zu unserer Familie, es sei denn, es gab so einschneidende Ereignisse. Und bei manchen Menschen, wo dieser Frontallappen geschädigt ist, tritt das auf, dass obwohl die Familie lieb und nett ist, sie selber keine große Beziehung oder Bindung zur Familie zeigen und ihre Liebe zur Familie sozusagen irgendwie verloren haben. Mangelnde Voraussicht ist auch ein Hinweis auf einen geschädigten Frontallappen. Leute handeln und man sagt, denk doch mal nach, überleg doch mal. Vermindertes abstraktes Schlussfolgern, also wenn ich irgendeinen Spruch habe, den zu verstehen, ist eine Fähigkeit des Frontallappens. Zum Beispiel gibt es ja diesen Spruch, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und wenn man Menschen fragt, was bedeutet dieser Spruch, dann muss man oft abstrakt denken, nämlich das übertragen, um auf die Antwort zu kommen, naja, wenn ich selber nicht verletzt werden will, sollte ich auch andere nicht verletzen oder sollte ich mit anderen behutsam umgehen. Das ist abstraktes Schlussfolgern und das ist eine Fähigkeit des Frontallappens. Geringeres mathematisches Verständnis. Also der Frontallappen ist gerade für die höheren mathematischen Funktionen zuständig, so Algebra, Integral- und Differentialrechnung, das sind Fähigkeiten des Frontallappens und wenn man da nicht so gut in diesen Dingen ist, kann das auch auf einen ja, nicht so gut durchbluteten Frontallappen hinweisen. Verlust des Einfühlungsvermögens ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, der Frontallappen versetzt uns in die Lage, mit jemandem mitzufühlen und zu erahnen, wie es jemand anders geht, der in einer Situation ist, in der wir selber vielleicht noch nie waren. Und wenn der Frontallappen geschädigt ist, dann fehlt solchen Menschen das. Die können das einfach nicht verstehen, kennen sie nicht, ist nicht. Und Mangel an Beherrschung und Zurückhaltung. Das heißt, dass Menschen sich vielleicht gehen lassen, dass sie unüberlegt sind und ja, ohne Rücksicht auf irgendwelche Konsequenzen handeln. Sie kennen manches vielleicht auch situativ zu gewissen Anlässen. Da merkt man schon, es gibt auch Dinge, die den Frontallappen kurzzeitig so ein bisschen außer Kraft setzen können. Rein biologisch muss man sagen, der Frontallappen wächst und ist erst mit dem ca. 30. Lebensjahr ausgewachsen, also hat anatomisch dann erst seine volle Größe erreicht. So, Sie können einen Jugendlichen vor sich haben, der sieht schon erwachsen aus, da ist vielleicht auch schon die volle Körpergröße erreicht, aber das Gehirn, der Frontallappen wächst noch weiter. Und das heißt, es kann Ihnen noch Hoffnung geben, dass noch manche Einsicht kommt, weil er anatomisch noch wächst bis zum 30. Lebensjahr, ja? Was wünscht sich der Frontallappen? Der Frontallappen ist ja ein Teil unseres Gehirns und das Gehirn benötigt Kohlenhydrate. Deswegen hat man früher oft gesagt, Schokolade sei Nervennahrung, weil das ja viele Kohlenhydrate enthält. Heute weiß man, dass diese Zuckerschwankungen, die hervorgerufen werden, die Schokolade eben nicht zum besten Nervennahrungsmittel machen. Aber
Kohlenhydrate ist das, womit das Gehirn fast ausschließlich funktioniert. Und erstaunlicherweise finden wir diese Gehirnnahrung gerade in den Nahrungsmittelgruppen, die uns im Handbuch für den Menschen der Bibel empfohlen werden. Da heißt es, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Das heißt also, alles, was wir an Obst finden, alles, was wir an Gemüse finden, alles an Getreide und alles an Nüssen, sind Dinge, die sehr gut sind für unser Gehirn. Das sind Sachen, die unser Frontallappen sich sozusagen wünscht. Und genauso gibt es natürlich Dinge, die für ihn nicht ganz so gut sind. Also das heißt vorrangig Nahrungsmittel, die praktisch keine Kohlenhydrate enthalten, weil mit denen kann er weniger anfangen. Fallen Ihnen Nahrungsmittel ein, die gar kaum oder keine Kohlenhydrate enthalten? Fleisch. Genau, Fleisch zum Beispiel. Was enthält Fleisch? Genau, Eiweiß und Fett. So, wenn wir jetzt das Gehirn anschauen, müssen wir sagen, kann das Gehirn davon nicht so profitieren. Und man hat zumindest auch festgestellt, dass ein regelmäßiger Verzehr von Fleisch auch dazu führt, dass die Bildung einer für den Frontallappen benötigten Neurotransmitters gehemmt wird. Also Dinge, die wichtig wären für unser Gehirn. Das sind so die Grundempfehlungen. Jetzt gibt es so eine ganz bekannte Studie von Dr. Dean Ornish. Und zwar hat der mal herzkranke Patienten, da ging es darum, wie wären vielleicht die Herzgefäße auch ein bisschen wieder frei von Arteriosklerose, hat man gesagt, wir machen zwei Gruppen. Die eine Gruppe enthält sozusagen die spezielle Diät für Herzkranke, was so die amerikanische Gesellschaft empfiehlt. Und der Dr. Dean Ornish hat gesagt, und dann haben wir eine Gruppe von Leuten, die erhalten mal nur eine pflanzliche Ernährung oder eine pflanzenbasierte Ernährung, also Richtung vegetarisch, ohne Fleisch. Und sie kriegen Bewegung und sie kriegen auch ein Stressbewältigungsprogramm. Und dann gucken wir mal, was wirkt denn jetzt besser. Und dann hat man festgestellt, oh, sein Programm wirkt wirklich gut. Bei den Leuten, die sein Programm erhielten, wurden diese Gefäße wieder sauberer, besser. Es trat sozusagen eine Besserung oder gewisse Heilung ein. Und dann gibt es einen Nebeneffekt in der Studie. Und dann haben manche Forscher gesagt, naja, es mag ja sein, dass das fürs Herz ganz gut war, wenn man da vielleicht als Vegetarier lebt und sich ein bisschen mehr, also Bewegung ist ja auch im anderen Programm gewesen. Aber wenn wir uns das so vorstellen, so als Vegetarier, man muss dann auf das Fleisch verzichten und auf so ein paar leckere Sachen. Vielleicht sind die ja depressiver, die haben vielleicht ein besseres Herz, aber stimmungsmäßig geht es ihnen vielleicht schlechter. Deswegen wollen wir mal noch untersuchen in der Studie, wie so die Stimmung der Leute ist. Und was hat man festgestellt, was die Forscher äußerst erstaunt hat? Dass die Stimmung derjenigen mit dieser pflanzenbasierten Ernährung besser war, als die in der Gruppe, die das nicht erhalten hatten. Und sie konnten es erst gar nicht glauben. Aber tatsächlich hat die Studie gezeigt, dass die Vegetarier ihr psychisches Wohlbefinden verbesserten, mehr Freude und weniger Depression empfanden. Und dieser Nutzen war praktisch umso größer, je pflanzlicher die Ernährung war. Und das ist natürlich schon ein Stück erstaunlich, dass das dieser kleine Nebeneffekt in der Studie doch ganz interessant ist, wenn es uns besonders um die Stimmung geht. Wie sieht es jetzt aus mit Dingen, die wir nicht nur zu uns nehmen, womit wir unser Gehirn nähren, sondern auch mit den Dingen, die wir sozusagen aufnehmen? Eine Sache, die recht weit verbreitet ist und was man manchmal auch als Behandlungsmöglichkeit nutzt oder angeboten wird, ist der Bereich der Hypnose. Und wir befragen jetzt einfach mal so ein Hypnose-Lehrbuch, was uns das über den Frontallappen sagt. Und das Lehrbuch sagt, Hypnose ist der Versuch, die Funktionen des Frontallappens auszuschalten und die Personen in einen Trancezustand zu versetzen, in welchen sie in hohem Maße beeinflussbar sind. Also Hypnose schaltet hier vorne diesen Bereich aus. Das erreicht man am leichtesten, indem man das Auge trainiert, sich auf ein einzelnes Objekt zu fokussieren
wobei ein kleines flackerndes Licht am besten ist. Vielleicht kennen Sie das auch, zumindest wenn ich abends durch Waren gehe und schaue so in die Fenster der Leute, haben die alle meistens so einen Heimhypnotiseur, es ist ganz dunkel im Raum und dann gucken die auf so ein flackerndes Licht. Haben Sie sowas auch daheim? Kennen Sie das? Der Fernseher, genau, der macht so eine ähnliche Wirkung, weil es gibt dort schnelle Szenenwechsel, die so ein Flackern hervorrufen. Hier steht, die Person wird dann Informationen und Aufträge registrieren, ohne sie einer Bewertung zu unterziehen, also ohne Einsatz des Frontallappens. Wenn wir jetzt sagen, mit Depression verbunden ist, dass hier eine Minderdurchblutung ist, dann ist natürlich alles ein wenig schädlich oder schwierig für uns, was genau diesen Bereich hier ausschaltet, anstatt ihn zu fördern. Und tatsächlich gibt es ungefähr 3000 Studien, die mal versucht haben zu untersuchen, welche Wirkung hat das Fernsehen auf den Verstand. Und alle Studien haben gezeigt, dass es die Frontallappenfunktion hier vorne verringert. Und vor allen Dingen, je mehr man Fernsehen schaute, umso größer war die Beeinträchtigung hier in diesem Frontallappenbereich. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum wir anfälliger werden für Depressionen oder warum die Widerstandsfähigkeit des Gehirns geringer wird. Man hat das ganz interessant mal untersucht und hat bei Kindern ein EEG angelegt, dass man so die Gehirnaktivität messen kann im EEG, und hat sie vor ihre Lieblingsfernsehsendung gesetzt und hat gesagt, das ist ja denn ihre Lieblingssendung, da werden die so ganz aufmerksam zuschauen. Und am Anfang dieser Studie haben die so eine Beta-Wellenaktivität gezeigt, was zeigt, das ist eine gesunde Denkaktivität. Die waren also voll dabei, haben mitgedacht in diesem Programm. Aber schon nach 90 Sekunden, spätestens nach 3 Minuten, hat dieser Gehirnrhythmus gewechselt in einen Alpha-Rhythmus. Und Alpha-Wellen heißt, dieser Bereich hier vorne ist ausgeschaltet, alles andere arbeitet noch gut. Das heißt, sie konnten sehen, ihr Sehzentrum war aktiv, sie konnten sich auch erinnern, ob sie das schon mal gesehen haben oder nicht. Die Emotionen waren aktiv, also sie konnten weinen, lachen oder sich freuen, konnten das alles aufnehmen, was sie gesehen haben. Aber es ging nicht hier vorne in diesen Bereich, wo man es analysiert und guckt, was ist gut oder richtig oder falsch, sondern es ging so direkt in ihren Kopf. Und man hat sich gefragt, wieso ist denn das der Fall? Die interessieren sich doch dafür. Und was man festgestellt hat, ist, dass tatsächlich so eine Art Hypnose, das heißt, im Fernsehen hat man sehr oft, man sieht, irgendjemand geht vielleicht auf ein Haus zu, im nächsten Moment sieht man die, die drinnen warten, dann sieht man vielleicht den Dieb hinter der Tür und dann sieht man noch von oben. Und das Gehirn kommt mit diesen schnellen Szenenwechseln nicht klar. Wenn Sie mal überlegen, wie es jetzt im wahren Leben ist, als Sie hier reingekommen sind, dann haben Sie sich ja mehr oder weniger langsam Ihrem Platz genähert und hatten immer diese eine Perspektive. Niemand von Ihnen hatte davon an der Tür schon die Perspektive, die ich jetzt hier habe, oder einen Draufblick von hier oben. Das Gehirn braucht also seine Zeit, um sich auf die Situation einzustellen und zu analysieren. Und das versucht es beim Fernsehen, ist gerade dabei, schwupps, ist es schon wieder eine andere Perspektive. Das Gehirn versucht sich wieder darauf einzustellen, schwupps, ist es schon wieder verändert. Sodass es nach 90 Sekunden bis 3 Minuten aufgibt. Das ist etwas, was es schwierig macht und was unsere Durchblutung sozusagen reduziert. Manche stellen dann so die beängstigende Frage, na wie ist es denn, ich will mir hier vielleicht die DVDs bestellen oder was kann ich überhaupt noch anschauen, schadet mir das dann? Gut sind also Sendungen, wo Sie nicht diese schnellen Szenenwechsel haben wie im Unterhaltungsfernsehen, sondern wo länger ein und dieselbe Kameraperspektive beibehalten wird. Das sind manchmal Reisedokumentationen oder es gibt ja so diese Tierdokumentationen im Zoo oder wo man so Tiere beobachtet. Politische Diskussionen, da ist oft auch so eine Perspektive. Und ich denke auch diese Produktionen hier von Amazing Discoveries, wo sie einen Vortrag haben und nur ab und an mal die Perspektive wechselt,
Das sind Dinge, die es unserem Gehirn ermöglichen, wirklich Dinge zu analysieren und aufzunehmen. Und das Problem ist, wenn Sie vielleicht an das heutige Nachrichtenfernsehen denken, wenn Nachrichten kommen, sind die Szenenwechsel auch ganz schnell. Man präsentiert uns viele Informationen, aber man erlaubt sie uns nicht richtig zu analysieren, sondern es tritt auch dort dieser Effekt oft auf, dass man Dinge aufnimmt, aber dass man sie gar nicht in dem Moment so bewerten kann. Musik ist ein Bereich, der eine Auswirkung haben kann auf unseren Frontallappen. Es tritt ein durch die emotionalen Regionen ins Gehirn. Und auch da spielt es eine Rolle, welche Art von Musik. Und zwar gibt es eine Art von Musiktherapie, die man auch an sich selber machen kann. Das heißt, es wird Musik gespielt, klassische Musik, also das heißt Musik, die jetzt ihrem Körperrhythmus entspricht, die in klaren Takt hat, der nicht gegen den Körperrhythmus geht und eine Harmonie. Und dabei werden die Leute aufgefordert, während sie die Musik hören, über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachzudenken. Hier hat man das mal gemacht, 12 Wochen lang, bei 23- bis 45-Jährigen. 6 Sitzungen. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, in dieser Altersgruppe gibt es nicht so viele, die jetzt ständig klassische Musik hören, die sind eher andere Richtungen gewohnt. Und dennoch hat man festgestellt, dass die Gesamtstimmung verbessert war, dass die angegeben haben, sich hinterher weniger depressiv und erschöpft zu fühlen. Und als objektives Maß hat man mal ihre Cortisolspiegel gemessen, also den Stresspegel sozusagen, und die sanken, also diese Stressreaktion, die sie sonst hatten, das hat sich verbessert. Was ist dazu zu sagen? Bei klassischer Musik, denke ich, ist es wichtig, dass Sie auch schauen, nicht alle klassische Musik ist gleich. Es gibt auch sehr melancholische klassische Musik oder sehr aufwühlende. Zu gucken, wo eine Harmonie da ist und vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen, das ist ein bisschen beschwingter oder auch ein bisschen freudiger so von der Musik her. Es gibt auch Musikstile, die wirken nicht in erster Linie auf den Frontallappen, sondern auf unseren Kleinhirn, wo man merkt, wenn man die Musik hört, muss man sich gleich automatisch bewegen. Das ist also nicht die für den Frontallappen, sondern die vor allem hier hinten wirkt. Dann noch ein Punkt, den wir noch nicht ganz so genannt haben, aber der verständlich ist. Das Frontalhirn wird auch beeinflusst durch Alkohol, durch Nikotin, durch Drogen. Und wenn wir an Alkohol denken, jemand trinkt vielleicht 1-2 Gläser, dann fängt er ja noch nicht gleich an zu lallen oder zu schwanken oder irgendwie so, sondern die erste Veränderung, die eintritt, ist die am Frontallappen. Das heißt, wir lesen dann in der Zeitung, jemand fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve und dann hat es ihn aus der Kurve gehauen oder ähnliches, weil der Frontallappen keine akkuraten Einschätzungen mehr der Situation gemacht hat. Und das ist etwas, das bemerken wir auf Partys oft gar nicht so schnell. Manchmal merkt man vielleicht mit der Zeit, wird die Stimmung lockerer oder Leute ein Stück unbeherrschter, dann sehen wir, okay, es hat seine Wirkung getan. Aber dass dieses Urteilsvermögen das erste ist, was ausgeschaltet wird, ist oft etwas sehr Tragisches. Und ich muss Ihnen sagen, dass in meinem weiteren Bekanntenkreis mir mindestens 2-3 Fälle einfallen, wo junge Menschen gestorben sind wegen dieser Sache. Sie waren vielleicht gar nicht so sehr betrunken, dass man sagt, nichts geht mehr, aber ihr Urteilsvermögen war beeinträchtigt. Und auch bei meinen Patienten ganz viele leiden Kummer wegen dieser Dinge. Gehen baden, springen irgendwo von der Brücke ins Wasser und haben vergessen, dass da an den Brückenpfeilern ein Strudel ist, knallen dagegen und gehen unter, sage ich mal. Und ich denke, wäre der Frontallappen intakt gewesen, hätten sie das einschätzen können oder hätten sie das, die Gefahr besser abschätzen können. Also das sind Punkte, die ernsthafte Folgen haben können. Eine kohlenhydratarme Ernährung ist praktisch ein Risikofaktor für unser Gehirn. Sie kennen vielleicht einige Diäten. Es gibt ja so diese eiweißreichen Diäten, wo man sagt, ganz wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen. Die funktionieren auch wunderbar, sofern man aufs Gewicht guckt, was man dann verliert. Aber in Bezug auf unser Gehirn können sie wirklich unser Gehirn berauben und zu einem Kohlenhydratmangel führen.
Das zeigen Studien noch. Hier steht, häufige sexuelle Erregung außerhalb der Partnerschaft reduziert die Frontallappenaktivität. Und regelmäßiges Anschauen von Musikvideos. Ich habe hier mal MTV aufgeführt. Das ist sozusagen ein Sender, der alles kombiniert, was nicht gut ist für den Frontallappen. Wir haben also schnelle Szenenwechsel. Wir haben eine Musik, die jetzt nicht so in der klassischen Art ist, sondern die eher in andere Regionen geht und den Frontallappen unterdrückt. Und wir haben oft auch Bilder mit zweideutigen oder sexuellen Inhalten, die ebenfalls diese Frontallappenaktivität reduzieren. Und alles drei zusammen gibt es eindeutige Studien, dass sie sagen, häufige MTV-Schauer haben weniger gute Gehirnleistungen. Hypnose, haben wir drüber gesprochen, kann auch diese Aktivität runterregeln oder auch kein abstraktes Denken, das heißt, wo man das sozusagen nicht übt oder praktiziert. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich so an meine Oma denke, die haben öfters mal einen guten Spruch gelesen, haben mal drüber nachgedacht, was bedeutet der, machen heute irgendwie kaum Jugendliche, mal so drüber nachzudenken oder über irgendwelche Weisheitssprüche, was könnte das für eine tiefere Bedeutung haben. Vielleicht auch über Inhalte nachzudenken von dem, was man gelesen hat. Gläubigen Menschen kann es die Bibel sein. Und ein wichtiger Punkt, wenn man häufiger gegen das Gewissen handelt. Wir haben gesagt, der Frontallappen hier vorne ist der Sitz unserer Moral, unseres Willens. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie jetzt was machen, wovon Sie selber wissen, es ist nicht gut, dann kommt man ja innerlich in so einen Konflikt. Und um diesen Druck und diesen Konflikt wegzunehmen, versucht das Gehirn hier vorne die Durchblutung zu drosseln, damit der Sitz unserer Moral hier sozusagen nicht mehr so aktiv ist. Wir sagen dann im Volksmund, das Gewissen stumpft ab. Es wird weniger durchblutet. Deshalb kann es manchmal eine interessante Frage sein, Menschen in der Depression auch zu fragen, gibt es etwas, wovon du weißt, dass es nicht gut für dich ist? Gibt es etwas, wo du weißt, dass du eigentlich anders machen solltest? Und dass man ihnen hilft, es zu beseitigen, damit es nicht ein Punkt wird, der ihren Frontallappenaktivität reduziert. Das heißt, wenn man sich fragt, was kann ich generell gegen Depressionen tun, dann ist natürlich alles gut, was auch hilft, die Funktion des Frontallappens zu verbessern. Das kann im Bereich der Ernährung liegen. Dann, wenn wir sehen, das ist wie so ein Muskel hier oben auch, dann hilft natürlich auch Bewegung zu einer besseren Durchblutung. Eine gute Atmung hilft natürlich auch, dass er gut mit Sauerstoff versorgt ist. Ein regelmäßiges Training oder Nachdenken über gewisse Inhalte, ein Problem lösen, helfen, dass er besser funktioniert. Und natürlich, dass man ihn auch schützt vor Verletzungen. Das sind wichtige Punkte. Und nochmal zum Punkt Gedanken zu kommen. Auch unsere Gedanken spielen eine wichtige Rolle, wie wir heute schon gesehen haben. Und man hat Menschen mal untersucht auf ihren Grad an Optimismus und Pessimismus. Was denken Sie, welche Auswirkungen hatte es, wenn man ziemlich pessimistisch dachte? Genauso wird es, was man denkt. Wie bitte? Genau, dass Dinge so eintreten, wie pessimistisch man denkt. Wie fühlen sich Menschen, die viel pessimistisch denken? Genau, niedergeschlagen. Das heißt, Pessimismus war verknüpft mit höheren Werten auch für Angst, mit höheren Werten für Depression und auch mit dem höheren Stressempfinden. Was würden Sie denn jetzt denken, wie war das bei optimistischen Menschen? Man würde vermuten, es war mit mehr Freude verbunden. Erstaunlicherweise hat man festgestellt, Optimismus war kein Vorhersagefaktor, hat nichts vorhergesagt. Also nicht, dass optimistische Menschen unbedingt immer fröhlicher sind. Und wenn wir so überlegen, können wir es ja vielleicht auch verstehen, dass manchmal, wenn man unter allen Umständen optimistisch ist und das dann aber gar nicht so gut abläuft, wie man sich das jetzt ausgemalt hat, ja manchmal auch ein bitterer Nachgeschmack kommen kann. Und das zeigt uns aber, dass es sehr wichtig ist, Pessimismus zu meiden, weil Pessimismus das ist, was mit einer höheren Depressions- und Angstrate verbunden ist. Und ich möchte Sie zu einem kleinen Experiment einladen. Sie müssen sich nur jemanden suchen, der Sie so ein bisschen kontrolliert.
wir machen das bei unseren ambulanten Depressionskuren, dass wir alle auffordern, mal 2 Wochen lang, nämlich 14 Tage, nichts Kritisches oder Negatives über eine Person oder eine Sache zu sagen. Keine Kritik. Und schon am ersten Abend melden sich die ersten Teilnehmer und sagen, ich bin eine Mutti, ich erziehe Kinder, ich muss denen doch sagen, was sie tun dürfen und was nicht. Und ein anderer meldet sich, ich bin doch der Chef auf Arbeit und dann muss ich doch denen sagen, was ich da nicht möchte und was so Dinge sind, die nicht gut laufen. Das Spannende ist, mal zu gucken, wie könnte ich denn Dinge anders vermitteln. Ich könnte ja vielleicht, anstatt zu sagen, das sollst du nicht machen oder das hast du falsch gemacht, ja auch sagen, ich habe oder ich hätte es mir so und so gewünscht oder ich bevorzuge dieses oder jenes. Aber es ist oft so ein Umdenken. Und wenn Sie sich dabei ertappen, doch mal zu kritisieren, muss man nach wieder von vorn beginnen, bis man mal 14 Tage sozusagen am Stück ohne Kritik geschafft hat. Ein Effekt ist, dass es einem oft bewusster wird, wie oft man dabei ist zu kritisieren und mal vielleicht auch zu überlegen, was könnte ich denn stattdessen sagen und genauso gut meine Meinung ausdrücken. Und das andere ist natürlich auch, dass man miteinander auch sieht, okay, was kann ich verbessern? Also wenn wir unsere ambulanten Kurse machen, dann achte ich auf meinen Mann und er auf mich und dann merke ich manchmal, das war jetzt Kritik. Ich sage, nein, ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Aber dann muss ich wieder von vorn beginnen und meist ist es so, nach 5 oder 6 Wochen haben es die ersten Teilnehmer geschafft, mal 14 Tage ohne Kritik. Und ich erinnere noch gut einen Kurs, wo ich immer jede Woche frage, wie läuft's? Mussten Sie wieder von vorn beginnen oder haben Sie es geschafft? Und dann war ein Ehepaar dabei und ich glaube in der 6. Woche auf meine Frage hin meldete er sich. Und ich sagte ihm, 14 Tage ohne Kritik. Und er sagt, ja. Und sofort meldete sich seine Frau und sagte, das ist unfair, der redet ja auch nicht. So. Es kann sein, dass zumindest was das Reden betrifft, natürlich die im Nachteil sind, die vielleicht gerne und viel reden und die, die weniger reden, sich da besser im Griff haben. Aber wir sehen, das Reden ist ja nur ein Ausdruck dessen, was uns durch den Kopf geht. Wir hatten das Bild heute auch schon mal. Wenn man hier hinschaut, wenn man so eine Landschaft sieht, ist es immer die eigene Entscheidung, was will ich sehen? Und ich denke, genauso ist es auch in unserem Leben, dass es immer so etwas gibt, auch wie Wolken oder etwas, wo wir sagen, ach, es wäre schön, wenn das nicht da wäre oder wenn der Blick klarer sein könnte. Aber es wird auch immer Dinge geben, die wir entdecken könnten, wo wir sagen, hier ist aber was Schönes oder hier ist eine gute Sache. Sodass ich denke, dass wir eine große Verpflichtung haben, auf das Gute zu schauen. Und es gibt ein Zitat, das sagt uns, dass es unsere Verpflichtung ist, auf das Gute zu schauen. Und unser Denken an Gutem zu orientieren und gut auch für unseren Körper und unser Gehirn zu sorgen, wird dazu führen, dass man generell intelligentere Entscheidungen trifft, analytischer denken kann, mehr Einfühlungsvermögen auch für andere hat, ein besseres Unterscheidungsvermögen auch hat, dass man seine Gemütslage verbessern kann, dass man besser abschätzen kann, welche Auswirkungen wird meine Entscheidung für die Zukunft haben. Wenn man eine Sucht oder Abhängigkeit überwinden will, dann hilft eine gute Frontallappenfunktion, dass das wirklich gelingt. Wenn man sagt, ich wünsche mir eigentlich eine größere Kraft, meinem Gewissen zu folgen, wird es eintreten, wenn man mit für die Frontallappenfunktion sorgt. Und gläubige Menschen haben sicherlich auch den Wunsch zu sagen, ich möchte Gottes Willen besser verstehen und den tun. Das alles sind Dinge, die einhergehen mit der Verbesserung unseres Frontallappens und der Sorge dafür. Und noch ein Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt und den ich immer wieder entdecke, der ein wichtiger Erfolgsfaktor ist und den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Hier ist es eine Studie, die erwähnt wird, dass man festgestellt hat, Menschen,
die so eine innere Überzeugung haben, dass es eine höhere Macht gibt oder Gott gibt oder jemand, wo sie sagen, der steht über mir, der meint's gut, in dessen Hand kann ich Sorgen auch ablegen, dass die eine bessere Genesung erlebten als Patienten, die das nicht hatten. Und dabei ist nicht entscheidend meine äußere Religiosität, das heißt, wie oft gehe ich zur Kirche oder wie oft zünde ich eine Kerze an oder wie oft bete ich irgendwas, sondern so diese innere Überzeugung. Was hält mein Leben? Was hält die Dinge zusammen? Wer achtet auf mich? Und es ist ein Punkt, wo, als ich das auch gehört habe und es selber so erlebt habe, wo ich mich gefragt habe, wie können wir das besser nutzen oder wie kann ich persönlich das auch besser nutzen in der Therapie? Denn es gibt einen schönen Text in der Bibel, da sagt jemand in großen Nöten, sagt er, wir werden überall bedrängt, aber trotzdem nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und dann denke ich mir, ja, es gibt Situationen, wo wir uns so fühlen, bedrängt und in Verlegenheit und niedergeworfen, aber dennoch gibt es hier immer so ein, wir kommen trotzdem nicht um. Und das klingt nach einer Kraft, die man unbedingt auch in der Depression braucht. Und ich habe mich gefragt, wie können wir diese Kraft erleben? Und habe ein paar Zitate gefunden. Hier ist ein Zitat, da heißt es, nichts erweitert und stärkt unser Denken, also unseren Frontallappen und unseren Verstand so sehr wie das Bibelstudium, also wie das Lesen. Kein anderes Studium kann die Seele so aufbauen und unsere guten Eigenschaften so sehr fördern, wie das Studium der biblischen Weissagungen. Nun klingt das mit Studium immer alles so ein bisschen schwierig, aber es ist ein Punkt, wo ich dachte, okay, es gibt Menschen, die haben eine Hilfe darin gefunden, Studien zeigen es uns, ich habe es für mich schon erlebt, wie kann man das nutzen? Und ich möchte Ihnen von einer Patientin erzählen, habe ich vor einiger Zeit bekommen, und sie hatte eine komplexe Traumatisierung. Das heißt, sie hat viele, viele Gewaltereignisse in ihrem Leben gehabt, wieder und immer wieder, und hat eigentlich, ich sag mal, wie durch ein Wunder nur überlebt. Und Sie können sich vorstellen, Menschen, die aus solchen Lebenssituationen kommen, sind voller Ängste, voller Depressionen. Sie hat sich so klein gefühlt, war immer als Abstreicher behandelt worden, ja, so wie der letzte Dreck. Und war da in der Klinik, hat sich selbst geschämt, irgendeine Frage zu stellen, hat immer gedacht, sie fällt allen zur Last. Und es ist oft ganz schwer, wenn Menschen jahrelang sowas erlebt haben, dann kann man nicht einfach sagen, weißt du, mach dir keine Sorgen, du bist geliebt oder du bist geschätzt. Das können die oft gar nicht so nutzen. Und wir hatten zu der Zeit auch einen sehr forschen Arzt, der gesagt hat, na, Medikamente nicht unbedingt zu wirken, die setzen wir auch so ein bisschen ab. So hat er ihre Medikation reduziert. Und es ging ihr sichtlich schlecht und es kam so dieser Punkt, dass auch Selbstmordgedanken immer stärker geworden sind. Und es war so ein schmaler Grat, wo ich überlegen musste, muss ich sie jetzt in die Psychiatrie schicken oder können wir irgendwie noch miteinander arbeiten? Und es war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, wir kommen an Grenzen. Und in der Depression kommt man an Grenzen und auch in der Therapie. Und das Einzige, was sie ein bisschen abgelenkt hat, war, dass sie gerne Krimis gelesen hat. Weil sie gesagt hat, wenn ich einen Krimi lese und der ist hart genug, dann reicht es, dass ich von meinen Bildern aus der Vergangenheit ein Stück wegkomme. Ich selber lese keine Krimis und dachte nur, oh, wie schaurig und was muss sie erlebt haben, dass so ein harter Krimi für sie dann gerade ausreicht, dass sie von ihrem eigenen so ein Stück wegkommt. Und sie hatte diese Unruhe, sie hatte dieses Gefühl, im Leben eigentlich nichts mehr verlieren zu können. Und das Einzige, wo ich dachte, okay, ich bringe ihr mal so eine Bibel mit. Und habe ihr eine Bibel mitgebracht und habe gesagt, vielleicht, wenn sie nachts nicht schlafen können und sie haben mal keine Lust auf den Krimi, vielleicht wollen sie hier mal reinschauen. Und habe ihr erklärt vielleicht, wo sie vielleicht was lesen kann. Und um zu gucken, kann es nicht eine Kraft aus sie haben. Und ich habe ihr das mitgegeben,
habe sie, glaube ich, den nächsten Tag schon wieder gesehen, weil es so akut ihre Situation war. Sie konnte sich kaum konzentrieren. Diese Gedanken wurden immer stärker. Und den nächsten Tag kommt sie zu mir zum Gespräch, trägt diese Bibel, legt sie hier hin, streicht so über das Buch und sagt, es ist ein Schatz. Und ich sage, ja, was ist passiert? Und dann sagt sie, ja, ich habe darin begonnen zu lesen. Und es hat mir einen Frieden gegeben und es war so spannend. Ich habe 2 Stunden gelesen und dann hatte ich fast meine nächste Therapie vergessen. Und dann in der Pause habe ich wieder gelesen. Und da habe ich gesagt, ja, wo haben Sie denn gelesen? Ja, das weiß ich nicht, ich habe einfach irgendwo aufgeschlagen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was haben Sie denn gelesen? Was stand denn da drin? Ja, weiß ich auch nicht. So, es hat mich ganz sehr beeindruckt, dass da jemand, der unter so einer Hochspannung steht, der nicht mal richtig erfassen oder sich erinnern konnte, was steht hier eigentlich drin oder wo habe ich angefangen, ein Gefühl hatte, dass so ein Friede kommt und sie ihre Krimis beiseite gelegt hat und sagt hat, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und es hat mir etwas gezeigt über diese Macht, die ich selber nicht erklären kann, wo man sagt, ja, was hat da gewirkt? Und ihre Tochter kam am Wochenende dann zu ihr zu Besuch und sie hat gesagt, oh, meine Tochter, die hat schon gesagt, sie will sich unbedingt dieses Buch ausleihen, die will das auch lesen, weil ich ihr erzählt habe, das ist so spannend und sie merkt, dass mich das verändert hat. Und ich dachte, oh, da ist jemand, keine Vorbildung, keine Ahnung, es war keine Frau, die irgendwie kirchlich war, aber es hat sie etwas angesprochen. Und das ist ein Punkt, wann immer Menschen gesagt haben, ich bin offen oder ich guck mal, ist etwas in ihnen passiert und ich konnte einen Therapiefortschritt oder Erfolg sehen, den meine Kollegen oder selbst unsere höhere Chefetage oder auch andere Fachkreise sich nicht erklären konnten. Ich habe eine Patientin, ein junges Mädchen, hat ganz viele Ängste, hat auch Schwieriges erlebt. Und wegen dieser Ängste musste sie die Ausbildung abbrechen und ist nur noch daheim. Und schon wenn sie aufsteht, hat sie dieses Herzrasen, hat sie diese Enge in der Brust. Die Leute haben gesagt, untherapierbar, weil für die Therapie muss man ja zumindest irgendwo zum Therapeuten kommen. Und wenn man da Furcht hat, Auto zu fahren, geht das auch nicht. Und dann rief mich ganz verzweifelt die Mutter an. Und habe ich gesagt, okay, ich kann auch zu Ihnen nach Hause kommen. Und wir haben eine Zeit lang Gespräche gehabt, dann war sie so weit, dass sie in die stationäre Behandlung konnte, war in einer stationären Behandlung. Da haben sie gesagt, ja, sie macht Fortschritte. Dann kam sie von der stationären Behandlung zurück und dann rief mich die Mutter an und sagt, ach, irgendwie, die denkt nur noch an sich und besser geworden ist es auch nicht so wirklich, können wir nicht wieder Gespräche beginnen. Und so haben wir dann wieder Gespräche begonnen und ja, was will man gegen Ängste machen, wenn jemand denkt, alles ist gefährlich? Ja? Und irgendwann habe ich sie gefragt, auch sie hat keine Vorbildung, die ganze Familie hat keine Ahnung, ich denke, sie glauben nicht irgendwie in irgendeine Richtung. Und ich habe ihr erzählt und gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit. Ich kenne da so ein Buch, was uns erzählt von so einer höheren Macht. Und ich denke, dass in diesen Worten eine Kraft steckt. Und habe mit ihr 2, 3 Texte so gelesen und sie hat es selber so laut gelesen und während sie es so liest, sagt sie, komisch, so ein Gefühl der Ruhe habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. Was ist denn das für ein Buch? Kann ich weiter da drin lesen? Und sie war so verändert, dass jedes Mal, wenn ich zu ihr gekommen bin, wir etwas aus diesem Buch gelesen haben, wo sie wieder ein Stück ruhiger wurde. Und nach einigen Monaten traf ich auch ihre Mutti und die sagte, ja, sie hat sich so verändert. Ich merke, es geht vorwärts. Und ich staune, ja, selbst in schwierigen Situationen kommt sie jetzt und gibt mir noch einen Rat oder sagt mir, es geht doch darum, Liebe für andere zu haben und die kann man doch bekommen. Also eine sehr machtvolle Sache. Und deswegen gibt es oft so ein kleines Experiment, zu dem ich diejenigen unter Ihnen einladen möchte, die so vielleicht spüren auch, dass das noch etwas sein könnte, was Ihnen fehlt. Oder etwas, wo Sie merken, da kommen Sie an eine Grenze. Das Experiment geht einfach so, dass man für sich ein
Stück ruhige Zeit nimmt, sei es in ihrem Zimmer, sei es an einem netten Ort, wo sie sich wohlfühlen, oder sei es auch draußen in der Natur, und dass sie ihre Not oder das, was sie auf der Seele haben oder was sie belastet, dass sie es aussprechen und sich vorstellen, da ist jemand da, so wie ein guter Freund. Und dann darum bitten und sagen, hilf mir, gib mir einen guten Gedanken für diesen Tag oder für diese Situation. Und dann beobachten sie einfach mal, was passiert. Denn es gibt eine Einladung oder einen Text, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Und das ist eine Einladung, auf die wir uns berufen dürfen. Und ich kann Ihnen nur sagen von meinen Patienten, es spielt keine Rolle, ob sie das Experiment schon mal gemacht haben, ob sie sagen, ich kenne Gott, ich spreche regelmäßig mit ihm oder ich habe gar keine Verbindung, ich bin mir unsicher, ob es ihn überhaupt gibt, sondern es ist eine Gelegenheit, es auszusprechen und zu beobachten, was passiert. Wenn etwas passiert, kann es so ein Weg sein. Denn sehen Sie, kein Therapeut kennen Sie so gut, dass er weiß, an was er Sie erinnern müsste, was Ihnen Kraft gibt oder was Ihnen das Gefühl gibt, geliebt zu sein. Ich kann verschiedene Wege benutzen. Ich kann vielleicht auch 20 Sätze für meine Patienten aufschreiben, wo drauf steht, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich habe gute Eigenschaften, ich habe schon einiges im Leben erreicht. Und dann arbeitet man mit diesen Affirmationen und sagt, lesen Sie sich das 10 oder 20 Mal am Tag durch, sagen Sie sich das vorm Spiegel, lächeln Sie dabei. Und dann gibt es doch Menschen, die sagen, habe ich probiert und gemacht, aber meine innere Stimme, die sagt, das ist doch Quatsch. Meine innere Stimme sagt, wenn die anderen wüssten, wer ich wirklich bin, ich kann nicht glauben, dass ich geliebt bin. Und da merken wir brauchen einfach einen persönlichen Ansatz. Ich kann Ihnen nichts zuschneidern und sagen, das müssen Sie sich sagen und das ist Ihr Schlüssel. Und was ich erlebt habe bei diesem Experiment, dass Patienten immer eine Antwort für sich erlebt haben, die sie in ihrer persönlichen Situation angesprochen hat. Eine junge Mutti fährt im Auto, hört Musik, die sie immer hört und ihr wird bewusst, sie ist sehr belastet in der Beziehung zu ihrem Papa. Und sie sagt in dem Moment, jetzt mache ich das Experiment und sagt einfach, Gott, wenn es dich gibt, hilf mir in dieser Situation, dass ich diesen Konflikt bereinigen kann. Und auf einmal hört sie ein Lied, was sie schon oft gehört hat, und hört so ein paar Strophen in diesem Lied und ihr kommt der Eindruck, es wäre gut, du würdest dich mit ihm aussöhnen und du würdest ihm vergeben. Und mit diesem Ergebnis kommt sie in die nächste Therapiestunde und sagt mir, ich denke, daran muss ich arbeiten und wir können es gemeinsam diesen Weg gehen. Es gibt andere, die machen ganz andere Erfahrungen. Andere sagen, ich war in der Natur und auf einmal habe ich einen schönen Regenbogen gesehen. Oder auf einmal brach die Sonne durch die Wolken und das hat mir eine Hoffnung für den Tag gegeben, dass auch bei mir diese Sonne da durchbricht. Oder jemand anders sitzt bei uns am See auf dem Steg und sagt, dieses Geräusch der Wellen, auf einmal hatte ich so ein Gefühl von innerem Frieden, ohne dass sich die Situation verändert hat. Jeder von Ihnen hat einen speziellen Weg, was sie anspricht und was sie stärkt. Und dieses Experiment ist so eine Einladung, es für sich mal auszuprobieren, um zu gucken, kriege ich für mich in Gedanken oder in Bild oder eine Melodie oder etwas, was mir in dem Moment, in der Situation hilft. Es ist nichts Dauerhaftes und nicht für immer, sondern man muss es immer wieder wiederholen, wenn eine Not da ist. Aber es kann ein Beginn sein und es kann eine große Stärkung sein. Ich möchte Ihnen Mut dazu machen, möchte Ihnen sagen, es gibt viele Heilungsmöglichkeiten, so viele wie Ursachen, Anstrengung, die sich lohnt. Es ist gut, auch Verbündete zu suchen und möchte Ihnen ans Herz legen, zu überlegen, für sich vielleicht auch mal dieses Experiment doch zu probieren. Und wenn es Ihnen recht ist, für mich ist das so eine Kraftverbindung, so ein Gebet, würde ich gern einfach noch so ein Gebet sprechen für diejenigen unter Ihnen, die glauben, dass es Macht hat, aber auch für diejenigen, die vielleicht sagen, ich bin noch am Überlegen, ob ich sowas mal probiere oder eben nicht. Herr, unser großer Gott, du siehst doch, wie es jedem Einzelnen von uns hier geht.
und was ein jeder auf seinem Herzen trägt. Und es sind viele hier, die ein gebrochenes Herz haben, die Verluste erlebt haben, Verletzungen und Enttäuschungen. Und wir Menschen sind irgendwie nur Schuster darin, so etwas wieder zusammenzukriegen. Aber du sagst, du willst doch die zerbrochenen Herzen heilen. Du willst die Wunden verbinden. Und wir kommen an Grenzen, ob in der Therapie, ob in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Erkenntnis. Wir haben manchmal schon Schwierigkeiten, unsere Gedanken überhaupt festzustellen und ordnen zu können. Und in dieser Grenze wollen wir dich doch suchen. Und ich möchte dich bitten, dass du einem jeden begegnest, der dich sucht, weil du sagst, wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Weil du sagst, wer seine Lasten zu dir bringt, dem willst du sie nehmen und dem willst du inneren Frieden schenken. Danke, dass du dazu Mut machen willst und dass du einen jeden begleiten willst auf diesem Weg der Gesundheit oder auch dem Weg der Gesundung. Und wenn wir in Situationen sind, die sich nicht so schnell verändern, wie wir es erhoffen, wo es um Geduld geht, um Ausdauer, um Ausharren, so willst du doch diese Kraft auch uns geben und jeden Tag neu uns mit stärkenden Gedanken auch der Liebe füllen, damit wir aus einem Überfluss heraus auch anderen geben können und unser eigenes Leben heil werden kann. Danke, dass du dazu einlädst und dass dein Angebot feststeht, dass es nichts Besseres gibt, als von dir abhängig zu sein, weil du allein weißt, wie wir ticken, was wir brauchen und was uns bewegt, damit wir unabhängig sein können von den Meinungen vieler vermeintlicher Experten, die vielleicht gar nicht so weit sehen können, wie wir es uns wünschen. Danke, dass du für uns sorgst und dass du mit einem jeden gehen willst. Amen. Es waren noch einige Fragen im Fragenzettel, genau genommen 3 Fragen. Die wollen wir jetzt kurz beantworten. Die erste Frage, die drin war, oder eine der Fragen war, kann man eine Depression vor anderen verstecken? Ist das möglich? Und also depressiv sein, aber vor anderen etwas anderes vorgeben, ist das möglich? Das ist eine gute Frage und ich denke, das ist sehr wohl möglich. Mir fällt es immer wieder auf, bei unseren stationären Depressionskuren, die Mittagsgesprächsrunden am Mittagstisch, es ist ein Lachen und eine Heiterkeit und ein Witz nach dem anderen wird erzählt, dass ich ganz oft meinem Mann sage, so viel Lachen, so viel Heiterkeit habe ich lange nirgendwo erlebt. Und ich denke, manchmal ist es, dass auch Depressive sich ja einen Kontrast schaffen wollen oder Gelegenheiten nutzen wollen, fröhlich zu sein. Und wenn sie denken, das ist so ein Moment gekommen, bemühen sie sich besonders intensiv drum, um auch die Traurigkeit loszuwerden oder sich abzulenken. Sodass manchmal es sogar darin resultieren kann, dass die besonders heiter erscheinen, aber es enorm viel Kraft kostet. Und andere wiederum leben vielleicht einfach ein Stück zurückgezogener, gehen nicht mehr zu so vielen gesellschaftlichen Zusammenkünften oder andere denken einfach, naja, die sind halt ruhiger oder vielleicht ein bisschen melancholisch und ahnen oftmals nicht, was denjenigen wirklich bewegt. Deswegen ist es gut, dass sie sich frei fühlen, wenn sie merken, ich habe davon Symptome oder ich brauche Rat, den zu holen. Man kann es gut verstecken und selbst wenn man sich elendig fühlt und denkt, das müssten wir doch jetzt alle ansehen, merkt es vielleicht doch niemand. Das ist gut möglich. Die nächste Frage lautet, kann sich eine Depression auch entwickeln, wenn dort unverarbeitete Konflikte sind oder sogar Traumata in der Kindheit? Ist das möglich, dass sich daraus auch eine Depression entwickelt? Auf jeden Fall. Also Konflikte ist immer ein Punkt, wenn man das mit sich rumträgt, wenn es nicht gelöst wird und es kommen so Schwierigkeiten hinzu, was runterdrückt. Und wir haben ja gesagt, deprimere, das lateinische Wort heißt ja niedergedrückt sein. Es muss nicht immer gleich zu einer Depression kommen, aber hat eine große beeinträchtigende Wirkung auf die Gesundheit. Wenn hier sogar Punkte angesprochen werden wie Trauma,
Das können ja wirklich Gewalterfahrungen sein, Missbrauch oder auch emotionaler Missbrauch. Dann ist oft eine Depression sehr wahrscheinlich. Wir sprechen dann von einer Traumafolgestörung, oft auch verbunden vielleicht mit Ängsten oder mit Essstörungen. Das ist ein großes Feld und das sollte sehr ernst genommen werden. Noch eine Frage. Eine Frage, die eigentlich morgen im Vortrag behandelt wird. Wir geben eine kurze Antwort. Einmal stand als Calciumquelle auch die Milch mit drauf. Ist das so die beste Quelle? Zusammengefasst von der Frage. Das hatten wir gestern Abend, glaube ich, wo ich Ihnen zeigte, was sind so Quellen für Calcium. Ja, ich hatte alles pflanzliche Quellen genannt und dann stand da noch die Magermilch und die Vollmilch. Die habe ich da oben stehen, weil Sie das sicherlich aus Gesellschaft und Werbung kennen. Das heißt, viel Milch trinken wegen dem Calciumgehalt. Ich wollte Ihnen zeigen, es hat Calcium, die Milch. Aber ein Punkt, den man nicht übersehen darf, ist, dass tierische Produkte, also gerade tierisches Eiweiß, im Körper sauer wirkt. Und der Körper muss das neutralisieren und dazu benötigt er Calcium. So, dass er dann dieses Calcium oft mehr benötigt, als die Milch eigentlich mitbringt und das dann noch den Knochen entzieht, sodass am Ende Sie vielleicht die Milch getrunken haben, die ein bisschen Calcium enthält. Und wenn man aber misst, was ist das, was sozusagen ausgeschieden wird im Urin, Sie mehr Calcium ausscheiden, als Sie aufgenommen haben, weil das benötigt wurde, um das zu neutralisieren. Also es gibt Studien, die zeigen, auch so bei regelmäßigem Fleischverzehr, dass die Personen, die regelmäßig Fleisch verzehren, mit dem Urin 74% mehr Calcium ausscheiden, als die, die eher pflanzlich essen. Also pflanzliches Eiweiß hat diese Wirkung nicht, tierisches Eiweiß macht so eine saure Wirkung. Deswegen ist tatsächlich Milch, ob Vollmilch oder Magermilch, nicht so ein guter oder überhaupt als Calciumlieferant nicht so zu empfehlen wie diese pflanzlichen Produkte. Also wir müssen auf die Bilanz schauen. Genau, die Bilanz zählt. Eine letzte Frage ist, gibt es einen Unterschied und wenn ja, wie sieht er aus zwischen Depressionen und einer Psychose? Also eine Psychose, würde ich sagen, ist eine extreme Form von Depression. Bei der Depression unterscheidet man verschiedene Schweregrade und dann entscheidet man eben auch, gibt es dort Wahnvorstellungen oder nicht. Eine Psychose ist ja etwas, wo man auch von der Realität entfernt ist, wo man Eindrücke hat oder Stimmen hört und Wahrnehmungen, die so nicht da sind. Und auch das wird unter einer Depression sozusagen klassifiziert. Ich selber muss sagen, meine erste Begegnung mit einer Depression oder vielmehr so einer Psychose war zu Beginn meines Studiums, als meine beste Freundin in der Psychiatrie gelandet ist. Ich erfuhr es nur über die Mutter, die sagte, du, dir geht's nicht gut, die ist in der Psychiatrie. Und ich voll erlebt habe, was so eine Psychose bedeutet mit all diesen Vorstellungen. Und das ist wirklich, ich sag mal, vorbeugen kann man mit ähnlichen Maßnahmen wie gegen die Depression. Aber von der Behandlung her gehört es einfach in eine stationäre Behandlung und auch erstmal in eine medizinische Behandlung, um sicherzustellen, dass die Person wieder so in ihr Bewusstsein zurückkommt, dass sie Dinge im Leben wirklich verstehen und anpacken kann. Weil Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn jemand ständig das Gefühl hat, er befindet sich wo ganz anders, als er wirklich ist und beschäftigt sich mal mit dem Thema, mal mit dem Thema, dass man da gar kein Gespräch führen kann oder überhaupt über irgendetwas reden kann. Gibt es noch Fragen, die wir übersehen haben oder die Sie jetzt vielleicht einfach so in die Runde stellen wollen? Ja? Die Fragen noch mal kurz wiederholen. Wie sieht es aus mit einer Psychose, in der Forschung? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Und ja. Gewichtszunahme. Genau, Gewichtszunahme durch die Medikamente. Welche Möglichkeiten bestehen dort? Tatsächlich ist das eben oft ein Manko, auch bei depressiven Patienten, wenn man überlegt, jetzt wäre vielleicht ein Antidepressivum dran, dann muss man ja auch wieder berücksichtigen, die vielen Nebenwirkungen, die einen machen dick, die anderen machen Potenzstörungen, die nächsten machen irgendwie Durchfälle, so dass die Gehirnchemie so spezifisch ist, dass wir oft gar nicht sagen können, das und das stimmt am besten für Sie und für Sie. Und wer Medikamente nimmt, kennt das ja auch, dass oft die verordnenden Fachleute auch sagen, wir probieren das mal und wir gucken mal und nach einer gewissen Zeit trifft man dann weitere Entscheidungen.
das Beste, oder oft muss man sowas eben in Kauf nehmen, weil es gerade nichts Besseres gibt, zumal auch die Hirnchemie sehr sensibel ist, dass wenn man sagt, nur wegen dieser Nebenwirkung probieren wir jetzt mal was anderes, obwohl ihm mit diesem Medikament gut geholfen würde, die Fachleute oft sagen, na, dann nehmen wir lieber die Nebenwirkung in Kauf, wenn das so einigermaßen für ihn funktioniert, als das Risiko einzugehen, wieder was umzustellen, auf die Gefahr hin, dass erstens die Umstellung schon jemanden wieder aus der Balance bringt und dann wissen wir noch nicht mal, ob diese Umstellung, ob das andere Medikament besser vertragen wird. Oft ist ein Weg, also so habe ich es jetzt erlebt bei meiner Freundin, die diese Psychose hatte, dass sie längere Zeit das Medikament genommen hat, darunter auch zugenommen hat, durch viele unterstützende Maßnahmen auch von diesen Dingen, von Klärung von Sachen, mal nach und nach das reduziert hat. Ich glaube, sie hat es vielleicht 1,5 oder 2 Jahre dann genommen und konnte es dann ganz absetzen. Und ohne große Bemühungen, sie bewegt sich auch gern mit dem Fahrrad, dieses Gewicht wieder reduziert worden ist. Und zumindest gerade bei Menschen in jüngeren Jahren, ich sage mal so zwischen 20 und 30, vielleicht auch nur so bis 40, reagiert der Körper relativ schnell auch und die haben auch noch einen viel besseren Stoffwechsel, sodass man eine gute Chance hat, dass danach es besser wird. Eine Veranlagung ist natürlich auch schwierig, aber auch da gibt es so Tipps, wo man gucken kann, was ihm dann helfen könnte. Was bringen pflanzliche Mittel, wie zum Beispiel Hannes gerade über Baldrian? Bei Depressionen, oder? Also grundsätzlich empfiehlt sich das durchaus zu nutzen. Baldrian kann seine Wirkung haben, auch Johanniskraut. Was ein Missverständnis ist, vor dem ich warnen möchte, ist oft, dass man denkt, naja, pflanzlich ist ja gut, schadet mir nicht, dosiere ich mal so ein bisschen, wie ich will. Und gerade bei Johanniskraut, wir hatten eine Patientin, die kam zu uns in die Klinik, da hat sie sich auch so ein bisschen Johanniskraut gekauft und hatte so das Gefühl, ach, das wirkt noch nicht richtig, ich verdoppel mal die Dosis. Und es wirkte immer noch nicht, dann hat sie nochmal verdoppelt. Und ich weiß nicht, ob sie mit 1200 Milligramm oder so in die Klinik kam. Und man sagt eigentlich, so 900 ist die Obergrenze, sonst macht es Leberschäden. Und die Ärzte waren ganz bestürzt und sagen, wir müssen schnell gucken, wie wir das da irgendwie runterkriegen und es reduzieren. Also auch solche Dinge nicht einfach eigenmächtig denken, ich tue das ins Unendliche, bis ich hier vielleicht endlich was merke. Man muss natürlich berücksichtigen, auch Baldrian, das sind sehr sanft wirkende Mittel, also jetzt in einer schweren Depression nicht zu empfehlen, aber wer sagt so zur Beruhigung oder auch ich erlebe eine Besserung davon, sind die schon gut geeignet und sicherlich auch erstmal für den Körper weniger belastend oft, als wenn ich jetzt vielleicht gleich zum Antidepressivum greife, wo das Absetzen manchmal auch schwieriger ist. Also die erste Frage war gewesen, kann durch veränderte Lebensumstände quasi die Depression weggehen? Ist das möglich? Also erstmal müssen wir natürlich sagen, der Körper hat eine große Widerstandsfähigkeit und er hat auch Selbstheilungskräfte. Also Studien zeigen, wenn Menschen das erste Mal eine Depression erleben und man lässt sie unbehandelt, dass da nach so einer Zeitdauer, ich sag mal so im Zeitraum von 2 Monaten, die Depression von selber wieder oft abklingt. Normalerweise, ja. Wenn man das natürlich unterstützt oder wenn man generell einen Lebensstil hat, kann sich das gut bessern. Meine Erfahrung ist oft, dass es natürlich auch Auslöser gibt. Also mit meinem Lebensstil verbessere ich ja meine Widerstandsfähigkeit und dass der Körper vielleicht auch Dinge besser bewältigen kann. Aber oft gibt es eben Auslöser in diesem sozialen Bereich, in diesem Stressbereich. Wenn das ein einzelnes Ereignis ist, wo ich sage, das habe ich jetzt gut verkraftet oder bewältigt, wie vielleicht beim Trauerfall und ich merke, es geht mir zunehmend besser, der Lebensstil hilft, dann kann ich sehr davon ausgehen, das ist geheilt oder gebessert. Wenn ich aber feststelle, da gibt es Konflikte, die ich nicht so für mich löse, dann kann mir zwar der Lebensstil eine gewisse Besserung geben und vielleicht sage ich auch, ich sehe mich nicht als behandlungsbedürftig an, aber es bleibt eine gewisse Belastung bestehen. Aber ob Sie in die Behandlung suchen oder nicht, liegt immer an Ihnen. Das heißt, entscheidend ist die subjektive Beeinträchtigung, der Leidensgrad. Ich habe Patienten getroffen, die haben immer fleißig ihren Sport gemacht, waren den ganzen Tag draußen, haben Acker und Landbau und irgendwas betrieben und hatten eigentlich eine schwere Depression, die sich nicht ganz so gezeigt hat, weil sie schon all ihre körperlichen Ressourcen ausgeschöpft haben, was es da noch gab.
bis sie irgendwann sagt, nee, jetzt geht mir aber ein bisschen die Puste aus, weil so viel Bewegung, so viel draußen sein und so weiter kann ich gar nicht mehr machen. Und es gibt auch Menschen, wo manche von Ihnen vielleicht sagen würden, naja, das ist ja nun ein Kinkerlitzchen, was hat der denn für ein Problem? Da spreche ich mal mit dem und dem drüber und dann habe ich da eine Lösung und dann geht es mir besser. Was für andere aber viel Leid auslöst und die sagen, ich bin da so beeinträchtigt, ich muss mir eine Behandlung suchen. Ja. Vielleicht eine kleine Ergänzung, es gibt Personen, die haben ihre Depression nur am einen Ort, wo sie im Konflikt stecken und sobald sie an einem Land oder am anderen Ort sind, ist sie weg, weil sie außerhalb des Konfliktes sind. Also es kann schon vorkommen, dass wenn die Situation sich ändert, auch die Depression weg ist. Mhm.